Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Olle Jansen ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallöchen, Jan. Hallo, Oldie. Hallo zusammen. Ja, nachdem wir hier das Rätsel gelöst haben, sind wir leider immer noch auf der Suche nach der Schleckschwester Deborah. Ja. So sieht's aus. Ja, wir wollen mal gucken, wo sie ist. Ich glaube, da liegt sie schon, wa? Ja, ich kann mich mir gut vorstellen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Achtung, Achtung. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst hier gerade. Hinten ist auf jeden Fall ein Wasserfall. Okay. Und sie rennt natürlich gleich wieder hin zu ihrer Schwester. Ja, du hilfst mir ja. Was ist das? Deine Partnerin, Deborah. Schwester? Oh, die sieht aber. Was ist los? Können wir mal eben die Charaktere tauschen? Helena Hirsch. Oh, schön im Dress hier. Hm? Mhm. Auf dem Holz drauf. Hier. Okay. Oh, nasse Haare. Steht ja voll drauf. Was wird hier? Nicht, dass sich ein Splitter einfängt. Bringen wir sie hier raus. Dann erzähle ich ihnen alles. Oh, schon wieder alles. Hm. Und was verheimlicht die Sehbüchse doch, ey. Ja. Ey, Jan, was verheimlichst du vor mir, hm? Ja. Halt durch, Schwester. Oh, guck mal. Du hältst das hier hochgepackt. Schwester, um alles klar. Die Leckschwester. Okay, Feinde mir. Muss groß. Muss ich hier überhaupt lang, ja? Keine Ahnung. Muss kurz mal einen Nachladerich machen. Das war hier gleich Action. Wo bist du? Renn doch nicht immer vor. Hörst du mich? Ich bringe hier ist Grünzeug. Heim. Ja, das ist nice. Das kommt wie gerufen. Und Muni, das ist auch gut. So, warte, wir kurz mal. Warte! Oh, ich kann das Grünzeug nicht nehmen, ey. Kannst du die absetzen? Nee, ne? Ne. Nee, okay. Dann müssen wir hier. Oh, da ist auch ein Zombie. Auf der Bridge. Ich kann nicht mehr ins Inventar rein. Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. Pass auf! Hinten kommt keiner, ne? Ne. Okay, dann hier. Halt. Habe ich hier noch was eingesammelt? Jawohl. Oh, okay, da rechts, links ist einer. Wir hier noch kurz drin, dass wir vielleicht was sammeln können. Zack. Da kommt bestimmt auch gleich einer von rechts. Alles gut bei dir? Keiner da, ne? Alles klar. Keiner da. Hier, wie gesagt, aufpassen. Ich höre immer von rechts. Ach nee, das bist du, war der hier so stöhnt. Ja. Die hört doch was hier. Ja. Ja, da kommt einer. Ach, komm mal raus zu mir. Jawohl. Leon, Hilfe! Was? Was ist Hilfe? Alles gut. Alles gut, du. Alles gut. Beruhig dich. Da kommen sie. Ja. Nein! Was ist jetzt? Die Decke stürzt ein! Ah! Warte, komm zurück! Nein, verdammt! Nein! Jawohl! Hier nochmal kurz aufsammeln. Jawohl! Okay, rechts ist nix. Moni, kommt wie gerufen. Auch nochmal was? Auch nochmal Moni? Kann ich nicht aufnehmen. War kein Problem. Okay. Schade, dass du gerade in dem Moment jetzt keine Muni sammeln kannst, ja. Nur weil du die Uschi da trägst. Okay, warte, den hole ich mir von Weitem weg. Okay. Hammer.
Ja, hier muss man gefährlich. Ja, ja, hier ist nichts, okay. Alles klar, ich gehe hier rein. Mann, Helena, wo sind Sie? Ja, wir sind doch hier. Ich kann Ihre Position nicht feststellen. Das ist ja schön. Was zum Teufel ist da unten? Ja, Panik, Funk abgebrochen. Oh, verdammt! Lass mal was zum Zerstören, oder? Okay. War doch links da lang? Nee, da geht's nicht lang. So. Nee, spannend, was du uns hier zu erzählen hast. Hier ist ich noch kann was? Die nicht schieben hier. Hier ist noch. Ah, jetzt kommen sie von hinten. Achtung, ich muss kurz hier hin. Oh, das Kraut kann ich auch nicht nehmen. Halt, Achtung! Sehr schön. Da kommt einer noch von hinten. Achtung! Ja gut. Was hast du da gerade gemacht? Du rauchst so? Du brennst? Ja, oder? Ja, irgendwas geworfen. Ah, von oben! Oh, schon wieder. Warte mal, von wo ist das? Hä? Von wo? Ich sehe ihn leider nicht. Ich geh noch mal kurz hier hinter. Zu gucken, wo der ist, der Hund. Hund! Komm mal hier hinter, Digga. Komm mal hier hinter. Besten hier noch mal kurz zurück. So? Ja. Ich hab nur Rotes. Kann man ja nicht einflößen. Und ich kann meinen Inventar nicht aufmachen. Okay. Ja, gar kein Problem. Wie viele hast du dann noch? Wie viel Leben? Ein Balken. Bleib da hinten kurz stehen. Ja. Ach, da ist der. Okay, den. Ach du Mist. X. Wichsvieh. Hassen? Ja. Bist du? Du bist da? Okay, warte. Vielleicht kann ich dich auch heilen? Nee, geht noch nicht. Muss mich aber erstmal. Ja. Ich mal kurz full. Okay. Aber warte mal, dahinter noch. Hier noch was? Nee, hier ist nix. Okay. Oh, warte mal. Dahinter konnte ich auch noch. Nee, da war auch nix. Dann geht bloß immer im Kreis. Okay. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal hier wieder über die Bridge rüber. Und dann sind wir hier schon in der Mitte. Okay. Oh oh. Achtung. Oh oh. Jetzt bin ich gespannt. Ja. War ja so klar, dass jetzt irgendwas mit ihrer Schwester passiert, oder? Halte durch, wir sind fast da. Debra, alles wird gut, okay? Oh, Alter! Nein! Ah, okay, die ist jetzt auch so ein Flammendings. Haben wir auch schon öfter gesehen, so eine Dingers hier, ne? Ja. Ey, jetzt habe ich die ganze Zeit getragen. Echt mal, dafür, dass das passiert. Hätte sie nicht einfach liegen lassen können. Oder sie. Nicht. Fass ihn nicht an, Jan. Nein, jetzt rennst du noch hinterher. Zombie, Alter. Was ist er denn? Ada. Das ist Ada. Haben Sie einen Geist gesehen? Oh, die ist wohl sauer. Ada, was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Wohl wahr. Oh. Ich glaube, wir halten dich alle nicht für den hellsten, Digga. Wahrscheinlich. Keiner will mir verraten, was hier eigentlich los ist. Wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Debra. Ich habe versagt. Die wird aber schon nochmal wach. Gehen Sie weg von ihr! Ach du Kacke. Halt, nicht schießen, bitte.
Alles klar, nicht schießen, Alter. Geh hier fast drauf schon wieder. Okay, wir müssen die Alte besiegen. Ah, du siehst, wo wir raufschießen müssen, ne? Du leuchtet schon wieder so, ja? Ja, ja, schöne Ukuliten, da ist eine Frage. Der ist tot? Nein. Okay, 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 okay. Okay, unsere Wege trennen sich. Ja. Bist wohl allein. Hä? Waren wir nicht gerade unten? Deborah, wo bist du? Ah, jetzt kommen hier auch Zombies. Nee, die sterben komischerweise alle. Nachdem sie runterfallen hier. Okay. Ich habe jetzt zweimal rotes Zeug. Kann ich das auch kombinieren? Nee, das kann ich natürlich nicht kombinieren. Da geht's wieder hoch. Okay. Was ist denn das? Nice. Wir haben gerade Tarzan gespielt. Ja. Was ist das denn? Ein Ring? Ein Ring? Bitte, der eine Ring? Seid ihr verheiratet, oder? Ach, erzähle ich dir später, wenn ich das immer höre, Alter. Erzähle ich dir später. Kannst nicht mehr hören. Was ist hier los, Freunde? Was ist hier los? Was macht ihr mit mir? Das ist hier mein Arsch und mir ist nicht mal umbaziert. Ja? Okay. Müssen wir mal runter? Wo bist du denn eigentlich? Ich sehe dich nicht. Warst du da oben gerade? Ja. Okay. Ah. Einer muss auf dem Hebel. Ich bin hier am Hebel. Ja, beweg den mal. Ah ja. Können wir wieder Tarzan spielen. Oh, da ist er. Sie Alter, die ist aber auch lecker, ne? Also irgendwie hat die was. Ja. Oh. Deborah! Oh, nee. Ja, was machst du denn, Jani? Hau doch von deiner Schwester da ab. Hier liegt schon wieder so eine Pakete hier, so eine TNT-Dinger. Na, Traum! Das kann doch nicht wahr sein! Deborah. Ah ja. Achtung! Oh oh. Wir müssen auf die TNT, wenn die, sobald die in der Nähe ist, ja, hier von diesen TNT-Dingern, dann aufballern. Nein, Scheiße, wenn ich keinen Ausfallschritt machen kann. So schwebende Hocke mäßig, weißt du? Achtung, da sind wieder Zombies. Achtung, da oben ist er. Immer schön auf die Dinger schießen. Nein, und weg, schnell weg hier. Zombie! Weg. Achtung, jetzt kommt es, jetzt macht er da wieder diesen. Okay. Jetzt ist er da drüben. Und wieder auf diese. Ah, Treffer. Jetzt fällt es wieder runter. Jetzt können wir. Jetzt burnt sie. Ja, Schwein gehabt, du. Jawohl. Oder? Nein, er reißt sie raus. Oh nein. Okay. Halt. Hier muss. Zack. Oh, alles gut bei dir? Ada, Helena. Ja. Wie wär's mit Hilfe? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Ah ja.
Der war schön, der war nice. Oh, der lebt ja noch. Na, jetzt nicht mehr. Ah, du fährst da mit dem Fahrstuhl runter irgendwie, ne? Ja. Oh, schön. Bin draufgegangen. Ich muss hier wahrscheinlich runterlaufen die ganze Zeit. Hast du gerade was geschmissen? Nee. Nee, ich habe gerade geschossen. So, es sah so aus, als wenn hier ein Messer lang fliegt. Ist Deborah bei dir oder bist nee, du alleine? Ada ist bei mir. Okay. War schön, dass alle Zombies vor mir sterben. Oh, du wirst beschossen. Ich gehe da mal hin. Ah, nee, der ist auch schon tot. Nee, doch nicht. Jetzt. Okay. Puh. Kann ich hier gar nichts machen? Muss ich hier immer im Kreis rennen? Ach doch, hier muss ich runter. Raus. Alles gut, alles gut. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich und wir werden euch befreien, wie immer. Läuft nix ohne Leon. Schlag mal wieder runter, ey. Oh, Alter. Ja, was los, du? Ist denn nun mal? Oh. Alter, der welche rennt da drauf, bis du hier bist. Ja, ja. Hast du gerade geschossen? Nee, Ada. Siehst du? Sie macht alles und du ruhst dich aus. Na, machst einen Luterich da hinten, wa? Ja, ja, ich mach erstmal einen Luterich. So, und jetzt kurbelig mal. Wahrscheinlich kommen jetzt Zombies, die ihr von mir fernhalten müsst, oder? Oh, Kurbel. Und Kurbel. Und Kurbel. Ja. Angekommen? Läuft. Ja, aber wir kommen irgendwie immer noch nicht raus. Nee, weil ich zu euch reinkommen muss. Alle an Bord. Jawoll! Geisterfahrt! Oh, jetzt muss man bestimmt aufpassen. Darauf schießen! Darauf würde ich. Alter, geil. Muss schon auf die, jetzt da vorne wieder. Jawoll. Oder wir können in Deckung gehen, glaube ich. Das geht auch. Boah. Oh, da ist Ada wieder. Ah ne, Deborah. Hör auf, Deborah! Das bist nicht du! Okay, was macht sie jetzt? Deborah soll sich mal was anziehen, die macht mich ganz nervös. Ist das so, ja? Deborah! Da vorne ist er. Achtung! Glauben Sie, ich weiß das nicht. Oh, fuck. Nein, was? Ich bin fast tot, Digga. Muss mich schnell heilen. Schnell heilen. Ja, ja. Jawohl, 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 jawohl. Alter, die hat mir zwei Schläge verpasst. Wo ist er, wo ist er? Hinter uns. Oh. Ich kann aber auch nicht ausweichen. Ja, auch nicht. Nochmal. Oh, einmal? Glauben Sie, ich weiß das nicht. Scheiße, warum kann man denn nicht ausweichen? Alter, du hast ja gar keine Chance. Kommt sie von der anderen Seite, oder? Ja. Muss nachladen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich auf den Kopf schießen soll oder nicht. Nein, auf diese Haken musst du schießen. Okay. Achtung. TNT. Oh. Aha. Wo ist er denn jetzt? Oh, nee. Oh ja, Geisterfahrt. Hippie. Achtung. Oh. Nein, nochmal, muss mir helfen.
nichts mehr zu heilen, Digga. Ich auch nicht. Also wieder. Und also wieder. Boah, wieder. Nein. Geht einfach nicht drauf. Ada, die ist hier am Verrecken. Jawohl. Mal die Zippeltitte, wie die wackelt. Ja. Bitte. Vergib mir. Die Hand noch nass. Aber flutschig. Ich hab so eine böse Ahnung, dass ob wir die noch wiedersehen. Ich weiß nicht. Könnte gut sein, ne? Teuer bezahlen. Oh oh, wer ich? Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Ah ja. Nein, lass sie los! Ah ja, kennst du diesen Ort. Lass mich in Ruhe! Nicht meine Schwester! Nimm mich! Bitte! Ich tue alles! Bitte! Bitte, bitte tu sie ihr nicht mehr! Deborah! Ah ja. Bruder, gar keine Zeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Oh, geil. Warum haben wir sowas nicht? Echt. Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es, der... Nach mir. Simmons. Den holen wir uns, den Drecksack. Ja, aber hallo. Oh, hat es euch gelohnt. Ja. Optionstaste. Weiter geht's. Jawohl. So, dann mal gucken, was wir hier noch Schönes... Ah, wir können leider natürlich nur drei Sachen mitnehmen. Aber kritische Treffer könnten wir jetzt aufleveln mit 13.000. Mach ich auch. Ich glaube ich auch, ja. Nächste Stufe kostet gleich schon 32.000. Krass. Mehr Gegenstände. Können wir das auch aufleveln? Mal gucken. Nee, das ist fest. Starke Team. Erhöhen Sie die Stärke im Angriff Ihres Partners, wenn Sie sich in der Nähe des anderen befinden. Achso, nur ein Spielermodus ist das. Mehr Munition wäre eigentlich geil, aber... Ja. Schrot, die Liste. Aber gut, bisher kann ich nicht klagen, ja. Mehr Gegenstände, mehr Munition. Hier geht's nicht weiter. Jetzt gehen wir nochmal ganz hoch. Ich will nochmal kurz gucken, ob es hier noch was anderes Schönes gibt. Schusswaffe, Stufe. Ja.
Geringfügige Erhöhung der Stärke von Schusswaffen. Hm. Schnelle Erholung, Stufe 1, ist auch nicht schlecht, oder? Ah, ich weiß nicht. Geringfügige Erhöhung der Stärke von Schusswaffen, Verteidigungsstufe. Welche, was meinst du? Verteidigung oder was? Nee, ganz nach unten fast. Nicht ganz nach unten. Schnelle Erholung. Schnelle Erholung, Stufe 1. Schnelle Erholung, wenn sie kurz davor stehen zu sterben. Ja. Das Befreiungstechnik werde ich mir das holen, ja. Ja. Oh. Halt. Dafür muss ich erstmal Befreiungstechnik auswählen und dann schnelle Erholung kaufen. Oh, und dann 70.000 kostet die nächste. Alter, krass. Ja, heftig. Auf jeden Fall heftig. Müssen wir noch ein bisschen was sparen, würde ich sagen. So, ich bin fertig. Ja. Ich auch. Also mehr Gegenstände, kritische Treffer, Stufe 2 und Befreiungstechnik habe ich jetzt am Start. Nee, habe ich nicht. Schnelle Erholung wollte ich doch haben. Egal. Hauptsache schnelle Erholung gekauft. Ja, Hauptsache die gekauft, ja. Alles besser als Braun. Genau. Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Ein Hurensohn. Echt. Es wird ja immer besser und besser. In der Tat. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen, mein Lieber. Ach, das kann ja auch nicht angehen. Warum geht das so schnell? Ja, keine Ahnung. Aber du willst bestimmt wissen, wie es weitergeht. Ja, Bruder, logisch. Ja, denke ich mir auch. Und ihr da draußen habt wahrscheinlich auch Bock zu wissen, wie es weitergeht. Deswegen würde ich vorschlagen, ihr schaltet am besten in die nächste Folge rein. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr freuen. Ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben, immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.